Boris Thiel aus Berlin hat heute Großes vor. Nach 10 gemeinsamen Jahren will er seiner Freundin Sandra Hoffmann einen Heiratsantrag machen. Zusammen mit deren 14-jähriger Tochter Lea hat er ein romantisches Picknick vorbereitet. Jetzt muss Sandra nur noch Ja sagen. Sandra, schön, dass du endlich da bist. Boris, was soll das? Die ganzen Rosenblätter? Ja, die sind gerade eben vom Himmel gefallen, als du gekommen bist. Tja, und da läuft ja unser Lied. Sandra, ich wollte dich was fragen. Halt, stopp, bevor du was sagst. Ich muss dir unbedingt Sandra, was sagen. Sandra. Oh Gott, Boris, was machst Sandra, du da? Komm wieder hoch. Ich liebe dich. Sandra, ich weiß, dass du die Ehe hast. Aber bei uns ist es anders als mit deinem Ex. Wir sind jetzt schon seit 10 Jahren zusammen und ich liebe dich wie am ersten Tag. Sandra, willst du meine Frau werden? Nein, Boris, komm wieder hoch. Ich kann dich nicht heiraten. Sandra, warum denn nicht? Was ist denn los? Es ist nicht nur, dass ich dich nicht heiraten will. Es ist auch so, Boris, es tut mir leid. Es ist vorbei. Ich will nicht mehr. Ich mach dir einen Heiratsantrag und du machst Schluss? Es tut mir total leid, wirklich. Aber ehrlich gesagt, ich habe vor ein paar Wochen jemand anderen kennengelernt. Bitte was? Mama, du kannst doch nicht mit Boris Schluss machen und schon einen neuen Freund haben. Lea, bitte, Schatz, beruhige dich doch. Es ist wohl besser, wenn ich jetzt gehe, ja? Boris tut mir so leid. Ich weiß, dass er Mama total liebt. Und ich hätte nie gedacht, dass sie sich von ihm trennen will. Zwei Tage später hat Lea den Schock über die Trennung längst noch nicht verdaut. Um seine Ziehtochter aufzumuntern, hat Boris sie heute von der Schule abgeholt. Aber auch er leidet wahnsinnig. Schließlich ist Sandra seine große Liebe und er lebt noch mit ihr unter einem Dach. Zu Hause wartet eine böse Überraschung. Mama? Hallo, ihr seid ja schon da. Was machst du hier? Wer ist das? Das ist Tom, Hallo. Mein neuer Freund. Und du musst bestimmt Boris sein, oder? Hab schon viel von dir gehört. Hey. Kannst du mir mal sagen, was der hier macht? Wenn ich das hier gewusst hätte, dann hätte ich noch eine Pizza mitgebracht. Aber ehrlich gesagt, mir ist der Appetit echt vergangen. Tom hat ein paar Umzugskisten hier. Ja, Umzugskisten, ich sehe schon. Was soll das? Pack dir hier aus? Kannst du mir das mal erklären? Er hat die außerordentliche Kündigung bekommen und es ging alles total schnell. Es ist auch wirklich nur vorübergehend, ja? Also bis ich was anderes gefunden habe. Und ich habe auch schon was in Aussicht. Also wird nicht allzu lange dauern. Ach so, haben Sie keine anderen Freunde, wo Sie hingehen können oder was? Vorübergehend, ja. Aber müsst ihr deswegen gleich die Kisten hier alle auspacken? Weißt du eigentlich, wie es mir dabei geht? Boris, jetzt mach mal einen Punkt, bitte schön. Das ist immer noch meine Wohnung und ich entscheide, wer hier wohnt und wer nicht. Außerdem haben wir doch vorhin gesagt, es ist nur vorübergehend, bis er eine andere Bleibe gefunden hat. Ach ja, und hast du auch schon mal an mich gedacht, dass ich mit irgendeinem fremden Mann jetzt zusammen. Ja, jetzt bleib doch mal ganz ruhig. Du wirst dich daran gewöhnen müssen, dass sich die Dinge demnächst hier ändern werden. Nein, ich werde mich gar nicht gewöhnen. Für mich wird sich gar nichts ändern. Ich bleibe bei Boris. Bitte raus, ey. Siehst du, was du angerichtet hast? Siehst du es eigentlich? Meine Mutter spinnt ja total. Die kann mich doch nicht einfach hier mit so einem fremden Mann einquartieren. Außerdem will ich nicht mit dem zusammenwohnen. Und Boris tut mir total leid. Gib mir ein Echo. Obwohl Boris nicht Leas leiblicher Vater ist, ist die 14-Jährige für ihn wie eine eigene Tochter. Der Altenpfleger hofft inständig, dass seine Ex wieder zur Besinnung kommt und der Beziehung eine zweite Chance gibt. Bis dahin versucht er Sandras neuem Freund Tom zu Hause aus dem Weg zu gehen. Doch schon am nächsten Tag erwartet ihn die nächste Demütigung. Oh, Entschuldigung. Scheiße. Ey, sag mal, wie bescheuert muss man eigentlich sein? Könnt ihr nicht wenigstens abschließen? Die tickt ja überhaupt nicht mehr rund. Was zieht ihr hier eigentlich ab? Die ignoriert mich total. Ey, mir reicht's. Die kriege ich mehr aus. Ey, ich muss hier raus. Ich muss hier ganz schnell raus. Boris, was machst du denn da? Sag mal, merkst du eigentlich überhaupt noch irgendwas? Du trampelst hier auf meinen Gefühlen rum. Boris, es tut mir leid. Ich wusste doch nicht, dass du von Arbeit zeitig heimkommst. Komm, bleib doch hier. Respektlos. Bleib hier, bitte. Ey, lass meine Sachen. Auf keinen Fall bleibe ich hier. Das ziehe ich mir hier nicht mehr rein, den ganzen Scheiß. Ja, aber was willst du denn jetzt machen? Räum doch die Sachen wieder ein. Ich gehe zu meiner Schwester, ganz einfach. Das hätte ich schon viel eher machen sollen, anstatt mir diesen Scheiß hier reinzuziehen. Was ist los hier? Ziehst du aus? Wenn du gehst, komme ich mit. So ein Quatsch. Du bleibst natürlich hier. Geh in dein Zimmer. Nein, Mama, ich gehe nicht in mein Zimmer. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Liebeskacke mit dir und diesem Tom.
Ist doch kein Problem. Lea kann doch mitkommen. Meine Schwester hat bestimmt auch nichts dagegen. Und Platz hat sie sowieso genug. Spinnt ihr jetzt beide oder was? Lea bleibt natürlich hier. Warum denn? Sie ist doch alt genug. Sie kann doch schon selber entscheiden, oder nicht? Solange Lea noch nicht volljährig ist, wird sie bei mir bleiben. Ich bin ihre leibliche Mutter. Punkt. Lea ist auch meine Tochter. Auch wenn ich nicht ihr leiblicher Vater bin. 10 Jahre lang war ich für sie da. 10 Jahre lang. Vergiss das nicht. Lea, pass auf. Wir machen das so. Okay. Du bleibst erstmal hier, okay? Mhm. Wir klären das alles. Und dann kommst du zu mir. Ich verspreche dir das, auf jeden Fall. Ich werde mir jetzt einen Anwalt nehmen. Und dann werden wir das alles so klären, vor Gericht. Ich glaube, Boris ist total auf dem Holzweg. Auch wenn wir 10 Jahre ein Paar waren, ist Lea trotzdem nicht seine leibliche Tochter. Natürlich wird sie bei mir bleiben. Ich brauch mehr Platz und frischen Wind. Im Gegensatz zu ihrer Mutter kann sich Lea ein Leben ohne Boris nicht vorstellen. Aus diesem Grund begleitet sie ihn am nächsten Tag zu Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil. Beide wollen wissen, was zu tun ist, damit die Schülerin bei ihrem Ziehvater wohnen darf. Und jetzt soll sie plötzlich nicht bei mir wohnen dürfen? Ich verstehe das nicht. Kann Sandra dann das so einfach verbieten? Jein. Aber sie haben natürlich auch Rechte. Immerhin haben sie ja Lea miterzogen, gleichermaßen wie die Mutter über 10 Jahre, oder? Ja, Boris ist genau wie mein richtiger Vater und zu meinem echten Vater habe ich eh keinen Kontakt. Ich sehe schon, sie haben beide eine sehr enge emotionale Bindung zueinander. Im Fachjargon würde man sagen, sie sind Leas sozialer Vater. Ne? Und insofern haben sie natürlich als solcher auch ein Umgangsrecht, ist völlig klar. Ja, und kann ich jetzt bei Boris auch wohnen oder wie ist das? Ja, so einfach ist es leider nicht. Schau, deine Mutter hat das alleinige Sorgerecht. Ja, das ist sozusagen allumfassend und betrifft alles, was dich betrifft, bis du 18 Jahre alt bist. Und dazu gehört auch das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, deine Mutter darf bestimmen, bei wem du dich aufhältst. Wenn wir das ändern wollen, dann müssten wir bei Gerichten einen Antrag auf Übertragung dieses Aufenthaltsbestimmungsrechts, also nicht das ganze Sorgerecht, aber immerhin das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf deinen Vater, Stiefvater stellen. Ja, und mit diesem Antrag auf dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht, haben wir da denn überhaupt eine Chance vor Gericht? Es geht da immer um das Wohl des Kindes. Und wenn es dem Wohl von Lea entspricht, dass sie bei Ihnen wohnt, dann wird das Gericht auch so entscheiden. Nachdem du ja schon 14 Jahre alt bist, wird das Gericht da sicher auch deinen Wunsch respektieren. Ja, und wenn jetzt mit diesem Gericht da, und ich kann mir vorstellen, Sandra will es ja gar nicht. Die wird da dagegen sein. Und also mir ist es eigentlich nicht recht, dass ich jetzt Sandra gleich vor Gericht ziehe. Also mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir das irgendwie friedlich lösen können. Sicher, das wäre natürlich im allseitigen Interesse und natürlich auch in erster Linie im Interesse von Lea, im Kindeswohlinteresse. Deswegen würde ich auch vorher erstmal einen anderen Weg vorschlagen. Ich schlage vor, dass wir einen Termin beim Jugendamt machen, um dort ein gemeinsames Schlichtungsgespräch zu führen. Vielleicht kommen wir ja da schon zu einer außergerichtlichen Einigung. Ja, und wie schnell könnte man da so einen Termin bekommen? Ja, und kann ich da auch mitkommen, oder? Naja, sicher, du sollst sogar dabei sein. Immerhin geht's ja hier um dich, ne? Wenn ich den Antrag jetzt stelle, dann haben wir in ein paar Tagen das Gespräch beim Jugendamt. Je nachdem, wann die Gegenseite auch Zeit hat, aber das geht relativ schnell. Das Wichtigste ist, dass wir bis dahin Ruhe bewahren, uns auf keinerlei Streitigkeiten mit der Gegenseite einlassen, weil wir wollen ja da einen guten Eindruck machen und wir wollen ja auch deine Mutter dazu bringen, dass sie freiwillig der Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts zustimmt. Ja, ich glaube schon, dass wir das hinkriegen. Gut, dann werde ich das alles in die Wege leiten und dann melde ich mich bei dir. Danke Ihnen erstmal. Wenn es um Kinder geht, ist das natürlich immer eine besonders emotionale Angelegenheit. Aber Herr Thiel scheint mir doch recht vernünftig zu sein. Deswegen bin ich auch recht zuversichtlich, was dieses Schlichtungsgespräch beim Jugendamt anbetrifft. Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die zerrissene Familie so schnell wie möglich an einen Tisch zu bringen. Bereits 3 Tage später findet ein Schlichtungsgespräch mit Tanja Gerster vom Jugendamt statt. Lea will nach wie vor zu ihrem sozialen Vater Boris ziehen. Doch wie befürchtet, blockt ihre Mutter Sandra ab. Also für mich wäre es in Ordnung, wenn Lea alle 2 Wochen am Wochenende bei Boris wäre. Das wäre okay, aber mehr nicht. Ich will aber ganz zu Boris. Wie bitte? Alle 14 Tage? Lea ist wie meine eigene Tochter. Die letzten 10 Jahre habe ich sie jeden Tag gesehen. Frau Hoffmann, wie wäre es denn, wenn Sie sich einfach abwechseln? Wenn Lea eine Woche bei Ihnen und eine Woche bei Herrn Thiel. Ich will aber nicht wechseln. Ich will ein richtiges Zuhause und nicht immer umziehen. Ich will ganz zu Boris. Jetzt versetzen Sie sich doch mal in die Lage Ihres Kindes. Lea ist ein heranwachsendes Mädchen, eine junge Dame. Und ständig einen fremden Mann, den sie gar nicht kennt, in ihrer Umgebung zu haben, finde ich auch nicht einfach. Das ist doch kein fremder Mann. Das ist Tom. Und außerdem wohnt er ja nur vorübergehend bei uns. Und sie muss ihn doch erst mal kennenlernen. Lea, Tom, Tom, Lea. Und wenn die beiden sich erst mal eingegroovt haben, dann wird das schon. Ja, aber Sandra, hör doch mal.
Meinst du nicht, du könntest dich irgendwie mit dem Gedanken anfreuen, dass Lea jetzt bei mir wohnt? Nein, niemals. Ich bin ihre leibliche Mutter. Ich bin ihr Fleisch und Blut. Und ich als Mutter weiß ja wohl am besten, was gut für Lea ist. Mama, weißt du gar nicht. Ich weiß, was ich will. Und ich habe keine Lust mehr, dass andere über mich entscheiden. Gebt doch Tom bitte auch eine Chance. Ihr habt ihn doch noch gar nicht kennengelernt. Vor allen Dingen du nicht, Lea. Er ist wirklich lieb, er ist nett, er gibt sich Mühe. Und wenn die beiden sich einmal kennengelernt haben, könnte Tom doch auch, ja, wie so eine Art Vaterfigur für dich werden. Vater? Ey, setz die Grüne auf. Vater, ich bin Leas Vater. Die tauscht mich einfach aus. Die tauscht mich aus. Nur weil ich nicht ihr leiblicher Vater bin? Ich war immer für Lea da. Immer, das weißt du ganz genau. Leas Wunsch wird natürlich berücksichtigt. Sie brauchen an dieser Stelle nicht so emotional reagieren. Ich will ihn auch gar nicht als Vater, Mama. Lernt ihn doch erst mal kennen. Ihr argumentiert immer gegen ihn. Ihr kennt ihn gar nicht. Am Ende mögt ihr euch sogar. Seid doch nicht so verbohrt. Ich kann dir gar nicht zuhören. Da kriege ich das Kotzen. Wirklich. Jetzt will ich das Kind auch noch zwingen. Hören Sie eigentlich zu? Herr Thiel, bleiben Sie mal ruhig. Also ich finde die Reaktion von meinem Mandanten ja nur verständlich. Ich meine, es ist doch offensichtlich, was Lea will. Sie wollen ihr Einverständnis wirklich nicht erklären? Nein, niemals. Ey, niemals? Wenn du jetzt hier nicht zustimmst, ich schwöre dir, ich werde um Lea kämpfen. Und wenn ich dich vor Gericht zahlen muss, und da werde ich Recht bekommen, das wirst du sehen. Sag mal, spinnst du jetzt total, oder was? Jetzt fängst du auch noch an, mir zu drohen. Also das muss ich mir hier nicht reinzahlen, ehrlich. Lea, komm, wir gehen jetzt. Nein, Mama, ich komm nicht mit. Schluss jetzt, es wird nicht mehr diskutiert. Du kommst jetzt mit nach Hause, ich bin deine Mutter, ich weiß am besten, was gut für dich ist. Bis zu einer Entscheidung musst du sowieso bei deiner Mutter bleiben. Und ehrlich gesagt, Herr Thiel, finde ich Ihr aufbrausendes Verhalten überhaupt nicht angebracht hier. Mein Mandant muss seine Emotionen unter Kontrolle halten. Die Drohung hat uns jetzt wahrscheinlich geschadet. Das Jugendamt in so einem Verfahren gegen sich zu haben, ist natürlich alles andere als vorteilhaft. Trotzdem geben wir jetzt nicht auf und stellen den Antrag auf Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Solange das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei Sandra Hoffmann liegt, muss Lea bei ihr und Tom wohnen. Für die 14-Jährige ein Albtraum, denn den neuen Freund ihrer Mutter kann sie überhaupt nicht leiden. Ein gemeinsamer Ausflug zwei Tage später soll das angespannte Verhältnis verbessern. Gut, ich werde mal was zu trinken holen. Ja, möchtest du auch was? Also mit Boris habe ich immer Currywurst und Pommes gegessen. Ich kann es nicht mehr hören. Du trinkst ein Bier? Ja, bitte. Danke. Lea, jetzt hör doch mal auf, immer von Boris anzufangen. Das nervt, echt. Warum sollte ich? Er kann ruhig wissen, dass ich lieber mit Boris hier wäre. Der will sich doch nur bei mir einschleimen. Denkst du, ich bin blöd? Ich weiß ja, dass du ein Problem damit hast, dass Boris und ich getrennt sind. Aber trotzdem, sei doch mal ein bisschen nett zu Tom. Du würdest mir echt damit einen riesen Gefallen tun. Warum sollte ich dir einen Gefallen tun? Du zwingst mich doch, mit diesem Typen zusammenzuleben. Lea, ich zwinge dich überhaupt nicht dazu. Du bist meine Tochter und wir gehören zusammen. Versteh das doch mal. Wir haben mal zwei kühle Bierchen. Oh ja, prima. Dankeschön. Und eine leckere Currywurst. Danke, voll nett von dir. Bitte. Ja dann, Prost, Schatz, ne? Mann, Alter! Oh, shit. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, sorry. Lea! Oh. Bist du bescheuert oder was? Das hast du mit Absicht gemacht. Nein, war ich nicht mit Absicht. Nee? Lea, du bist unmöglich, ehrlich. Mann, meine Schuhe. Alles. Die Hose war sauteuer gewesen. Das muss ich mir echt nicht geben. Ey, deine Tochter, die ist echt rotzfrech, weißt du das? Hey, du kennst mich doch gar nicht. Warum verurteilst du mich hier? Echt, ich gehe nach Hause. Nein, du bleibst hier, Lea. Nein, ich gehe nach Hause, Mama. Meine Mutter meint ja, einen so auf Happy Family zu machen, als wäre nichts gewesen. Aber da mache ich bestimmt nicht mit. Dieser Typ ist so ein Vollhonk. Boris hätte viel besser zu ihr gepasst. Und die merkt das gar nicht. Die ist so verstrahlt. Aber ich werde ihr das noch beweisen, dass Boris besser zu ihr passt. Am nächsten Morgen geschieht ein kleines Unglück. Lea ist im Sportunterricht schwer gestürzt und hat Ziehvater Boris alarmiert, damit er sie ins Krankenhaus bringt. Der Altenpfleger hat daraufhin auch ihre Mutter und seinen Anwalt Klaus Pinkerneil verständigt. Nun hoffen alle, dass der 14-Jährige nichts Schlimmeres passiert ist. Oh mein Gott, und warum hat sie mich nicht angerufen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat sie dich nicht erreicht. Ich habe sie auch nicht gefragt. Ja, was macht dein Anwalt schon wieder hier? Versteh doch. Seitdem wir getrennt sind, ich habe doch auch kein Sorgerecht.
Ich will da auch keinen Fehler machen, deswegen wollte ich mich rückversichern. Ich war gerade auf dem Weg gewesen, als Herr Thiel mich angerufen hat. Er wollte eigentlich nur von mir wissen, ob er die Zustimmung geben darf, dass Lea mit einer schmerzlindernden Salbe behandelt wird. Und wegen der Salbe bringst du gleich wieder deinen Anwalt mit? Der kriegt auch nichts mehr alleine auf die Reihe, merkst du? Die Hauptsache ist doch, dass es Lea wieder gut geht. Wie war das jetzt nun mit der Zerrung? Ja, vermutlich nur eine Zerrung. Aber ich schätze mal, der Arzt wird uns gleich mehr erzählen. Das hat mir echt gerade noch gefehlt, ey. Hoffentlich kommt die gleich. Lea, mein Schatz, wie geht's dir? Ja, ist okay, zieht nur ein bisschen. Was hat sie? Ja? Also, wie gesagt, es ist nichts gebrochen. Wie vermutet, einfach nur eine leichte Zerrung. Einfach das Bein schonen und einmal am Tag was von der Salbe aufmachen. Okay? Okay, danke. Super, gut. Dankeschön. Dankeschön. Oh, mein Kleines. Sandra, ich möchte mich mit dir nicht mehr streiten. Wirklich nicht. Lass uns noch mal ganz in Ruhe über alles reden, ja? Aber unter vier Augen. Hm? Okay. Ich bin froh, dass du das sagst. Ich denke nur mal drüber nach, ja. Also langsam geht mir das Drama um das Kind echt auf den Geist. Nie haben Sandra und ich Zeit füreinander. Und ständig ist dieser Ex hier um mich herum. Es nervt langsam. Nach dem Krankenhausschreck wird Lea von ihrer Mutter zu Hause verwöhnt. Die Bürokauffrau hat sich extra den Rest des Tages freigenommen, damit Lea nicht alleine ist und der Verletzten sogar ihren Lieblingskuchen gebacken. Nachmittags macht Sandra jedoch eine verstörende Entdeckung. Ich glaube nicht, dass ich deine Mutter noch von mir überzeugen kann. Sie hat sich entschieden. Unser Verhältnis ist im Moment etwas schwierig. Ihr habt euch im Krankenhaus doch wieder voll gut verstanden. Es klappt. Ich glaube, wir werden Tom wieder los. Mama? Lea? Was machst du da? Ja, kannst du mir mal bitte erklären, was das hier soll? Das ist meine Privatsache, das kannst du nicht einfach so lesen. Hallo? Sag mal, Lea, hast du das mit dem Unfall inszeniert? Hast du so getan, als hättest du dich verletzt? Oder hat Boris dich dazu aufgestachelt? Bist du bekloppt? Ich zerr mir doch nicht absichtlich mein Bein. Ja, möglich wäre alles. Also jetzt geht mir ja irgendwie langsam so ein Licht auf. Ich war so kurz davor, mich mit Boris noch einmal an einen Tisch zu setzen und über alles zu reden, um eine friedliche Lösung zu finden. Aber irgendwie fühle ich mich gerade ganz mies bei dem Gedanken, bei Boris und du, ihr gerade irgendwelche Intrigen hinter meinem oder Toms Rücken schmiedet. Was für Intrigen, du hast echt Verfolgungswahn, Mama. Jetzt geh aus meinem Zimmer raus. Du kannst nicht einfach so meinen Chat lesen und mir irgendwas vorwerfen von wegen, ich hätte mein Bein absichtlich gezerrt. Ja, entschuldige bitte, ich habe den Kuchen dahingestellt und der Laptop stand offen. Dabei habe ich geh raus! Auf alle Fälle wird diese Kiste noch ein ganz schönes Nachspiel haben. Boris würde mich nie aufstacheln oder benutzen. Ich weiß gar nicht, was Mama will. Hätte sie diesen Chatverlauf eben weitergelesen, hätte sie es gewusst. Und jetzt habe ich bestimmt gar keine Chance mehr, bei ihm zu wohnen. Seit Leas Mutter den Chatverlauf gelesen hat, befürchtet sie, dass Boris ihre Tochter dazu benutzt, um sie zurückzugewinnen. Gleich am nächsten Tag will Sandra dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Rechtsanwalt Carsten Wiechert soll Boris und seinen Anwalt Klaus Pinkerneil in die Schranken weisen. Ja, meine Herren. Leicht zu sagen, es geht ja um das Thema Kindeswohlgefährdung. Ja, wir sind tatsächlich der Meinung, solange Lea ja, mit Ihnen Umgang hat, Herr Thiel, handelt es sich eindeutig um einen Fall von Kindeswohlgefährdung, da Sie eindeutig die Lea instrumentalisieren für Ihre Zwecke. Bitte was? Wofür soll ich Lea denn benutzen? Weil du immer noch ein Problem mit der Trennung hast, so sieht's doch aus. Und deswegen hältst du Lea gegen mich und Tom auf? Frau Hoffmann, so wie ich das sehe, hat mein Mandant hier nur einen einzigen Wunsch. Und das ist der, dass es Lea gut geht. Ihr geht's nur dann gut, wenn sie keinen Kontakt mehr zu dir hat. Und deswegen verbiete ich ihr den Kontakt und dir den Kontakt zu Lea. Sandra, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich hetze Lea doch nicht auf, das stimmt doch nicht. Ach, jetzt hör doch auf. Ich hab doch euren Chatverlauf gelesen. Damit hast du eindeutig gegen Tom geschossen. Wenn du diesen Chatverlauf wirklich gelesen hättest, dann hättest du gesehen, dass ich Lea noch zugeredet habe, dass sie sich mit diesem Tom arrangieren muss. Frau Hoffmann, Lea ist doch nur deswegen so rebellisch, weil sie mit der Situation völlig überfordert ist und damit überhaupt gar nicht klarkommt. Nicht mal, weil man dann schlecht über sie reden würde. Jetzt mal ehrlich, du in letzter Zeit, du bist doch nur noch egoistisch. Du denkst doch nur noch an dich und deinen Tom. Du hast die rosarote Brille auf. Und jetzt willst du mir noch den Umgang mit Lea verbieten? Da geht's Lea doch noch immer beschissener. Moment mal, Herr Thiel, ich denke, mit Beleidigung kommen wir hier wirklich nicht weiter, ja? Ja. Ne? Sie versuchen doch ständig Kontakt aufzubauen, ja, zu meiner Mandantin, ja? Und selbst nach der Trennung noch. Und das ist nämlich das Problem, dass Sie genau dazu zum Beispiel Lea benutzen, ja? Ne? Um hier Kontakt wieder zu finden. Ich denke, wir haben gemeinsam beschlossen, darüber nachzudenken, ob wir das Kontaktverbot gerichtlich durchsetzen. Da sind Sie endlich raus aus der Sache. Damit es Lea noch schlechter geht?
Sag mal, Sandra, siehst du noch irgendetwas anderes außer dich und deinen Tom? Denkst du auch mal an Lea? Genau darum geht's ja. Ich denke an Lea. Und sie kommt nur zur Ruhe, indem sie dich nicht mehr sieht. Ganz einfach ist das. Frau Hoffmann, das ist der absolut falsche Weg. Mein Mandant ist Leas sozialer Vater. Die beiden haben eine sehr enge emotionale Bindung zueinander. Herr Thiel ist nicht nur ihr Ex-Freund, Herr Thiel ist Leas Vater. Der einzige übrigens. Begreifst du es denn eigentlich? Es dreht sich nicht hier um uns beide. Es geht hier ausschließlich um Lea. Herr Thiel, ich merke doch, wie Sie sich hier verhalten. Das ist doch genau das Problem. Solange Sie das Umgangsrecht mit Lea haben, solange ist das Kindeswohl gefährdet. Und dagegen werden wir vorgehen. Ja, machen Sie das, Herr Kollege. Wir hatten uns sowieso schon entschlossen, falls wir hier keine gütliche Einigung erzielen, dass wir bei Gericht einen Antrag auf Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf meinen Mandanten stellen. Lea würde ja sowieso am liebsten bei ihm wohnen. Was? Boris, das kannst du nicht machen. Ich wollte mich mit dir friedlich einigen. Im Krankenhaus hast du noch eingelenkt, hast gesagt, wir reden noch mal über alles. Und jetzt tauchst du hier mit deinem Anwalt auf? Ja, im Krankenhaus habe ich auch noch gedacht, dass wir das Ganze hier ganz friedlich irgendwie klären können. Aber so, du fällst mir in den Rücken. Du beantragst einfach das Sorgerecht. Also Herr Pinkerlein, Sie können ja Anträge stellen, wie Sie wollen. Und wenn Sie hier Intrigen spinnen, Sie beiden, ja, da kommen wir doch sowieso nicht weiter. Ich denke, Herr Thiel, wir sehen uns vor Gericht wieder. Nur weil Herr Thiel nicht Leas leiblicher Vater ist, darf ihm und natürlich auch Lea daraus kein Nachteil entstehen. Wenn der Anwalt von Frau Hoffmann hier meint, dass allein der Umstand, dass die beiden nicht verwandt miteinander sind, ausreicht, um den Fall zu gewinnen, dann hat er sich getäuscht. Es geht allein um das Wohl des Kindes.